Verträglichkeit ist der vierte der fünf Faktoren der Persönlichkeit. Verträgliche Menschen sind entgegenkommend, altruistisch und bescheiden. Weniger verträgliche Personen sind dagegen eher skeptisch, egozentrisch oder berechnend. Verträgliche Personen sind daher aus sozialer Sicht angenehmer als unverträgliche. Dennoch kann es auch zahlreiche Vorteile haben, wenn man fähig ist, für seine eigenen Interessen einzustehen. Beispielsweise bei Verhandlungen. Ein sehr verträglicher Typ ist unser Schlagzeuger Jeff. Er ist der Ruhepol der Band. Er kommt mit den meisten Menschen gut aus, kann sich leicht in neuen Situationen zurechtfinden und ist ein Freund des geringsten Widerstandes. Für ihn kann gerne alles so bleiben, wie es ist. Es kann sich aber auch gerne alles ändern. Er ist da flexibel. Es kann mitunter mühsam sein, Jeff eine wichtige Entscheidung zu überlassen, da er sehr genügsam ist. Allgemein fällt es ihm dadurch natürlich auch schwer, sich für eine Sache so richtig zu begeistern. Dennoch ist er ein angenehmer Gesprächspartner und hat gute Fertigkeiten in Sachen Kommunikation. Ein richtiger Teamspieler halt. Ein Mitmacher, der für jeden Spaß zu haben ist, sich selbst zurücknimmt und gut vermitteln kann, wenn es zu Konflikten kommt. Und Bands brauchen Vermittler. Normalerweise übernimmt das ein externer Manager. Zugegeben, auch kein leichter Job. Erwähnte ich bereits, dass The Big Fives ein chronisches Problem mit Managern haben? Und da geht der dritte Manager diesen Monat. Vielleicht besteht da ja ein Zusammenhang. Das Künstlerdasein passt eben nicht zu jedem. Die verstehen alle nur keinen Spaß. Manager sind halt auch ziemliche Diven. Nee, glaube ich nicht. Ich komme doch auch mit euch klar. Habt ihr dieselbe Idee wie ich? Ob Jeff für diese Aufgabe geeignet ist? Probieren wir es aus. Selbstverständlich können wir zu Ihrer Sicherheit auch eine selbstschuldnerische Bürgschaft übernehmen. Nein, nicht? Nicht übernehmen. Zuerst mal, der Mix ist mega. Wir hätten bloß noch ein paar Kleinigkeiten. Wir würden die Bässe dennoch gerne wieder zurückgeben. Wir brauchen sie eigentlich nicht. Aber da sind Aufkleber drauf. Natürlich sind da Aufkleber drauf. Wir hätten gern einmal die... Das Vegetarische ist aber sättigend. Die 12 ohne Gurken, dafür mit extra viel Käse. Wir hatten noch was umgeschrieben. Wir müssten die ganzen Gitarren nochmal aufnehmen. Oder doch lieber die 10 in Mittel? Ketchup bitte. Mayo. Ketchup. Wir können also keine Bürgschaft anbieten. Was ist eigentlich eine Bürgschaft? Moment mal. Wir sehen also, jemand, der sehr verträglich ist, hat es nicht automatisch leicht im Umgang mit seinen Mitmenschen. Zielstrebigkeit, Intuition und eine gute Risikoabschätzung sind beispielsweise auch wichtig für ein echtes Organisationstalent. Eine verträgliche Person kann eine Gruppe bereichern und zusammenhalten. Doch um The Big Fives zu managen, braucht es schon einen außergewöhnlichen Eigenschaftenmix. Oh, schade.